Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute gucken wir uns zusammen die My Little Box vom Oktober an. Die hat ein richtig süßes Täschchen. Wenn dich interessiert, was da drin ist, bleib sehr gern dran. Ich habe das Paket aufgemacht gerade und habe gesehen, in dem Paket ist auch ein richtig süßer Aufkleber drin. Und zwar steht da Slow Travel Club drauf. Die My Little Box ist eine Beauty Box, die ist mit so viel Liebe gemacht, so viel Detail. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblings-Beauty Boxen. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Du wirst es bestimmt sehen, jeden Monat. Du hast Beauty-Produkte, Accessoires, Zubehör, aber so schöne Produkte. Wirklich. Also die sind mir so ans Herz gewachsen. Und hier war noch ein kleines Bildchen dabei von einer Dame, die im Zug sitzt mit einer Katze. Also es ist irgendwie eine Travel Edition, aber ich weiß absolut nicht, was da drin ist und was uns jetzt erwartet. Die Tasche ist wieder super schick. Also die kriegt meine Schwester, weil die steht auf diese grün-blautöne. Und ja, wirklich eine schöne große Tasche auch, wo mal einiges reinpasst. Und wir machen sie mal auf. Okay. Das ist der erste Einblick und die hat innen sowas wie eine Kühltasche. Ach so, das wird eine Kühltasche sein. Okay, schauen wir doch uns mal die Produkte an. Das erste Produkt, was ich rausziehe, sieht aus wie ein Accessoire. Das ist passend zu dieser Tasche. Da habe ich eine Serviette. Okay, vielseitiges Abschminktuch. Mit diesem Abschminktuch bringst du deine Make-up-Reise nach einem langen Tag zu Ende. Benutze das weiche, doppelseitige Tuch aus recycelter Baumwolle mit Wasser oder einem Cleanser und entferne rückstandslos die Reste deines Make-ups. Schluss mit Wattepads. Dein maschinenwaschbares Tuch ist unendlich oft wiederverwendbar. Okay. Okay, es ist auch ziemlich groß. Ich hätte es jetzt kleiner erwartet, aber es hat nicht mehr das Design. Es ist auf der einen Seite weiß und auf der anderen so ein Grünton. Hier ist so die flauschige Seite und die andere ist einfach normale. Die fühlt sich an wie so, ja, wie Baumwolle einfach. Das ist waschbar bei 30 Grad. Ich blende dir natürlich die Einzelpreise ein und am Ende auch den Gesamtwert. Also unser erstes Produkt ist ein abschminkbares Tuch und wandern. Also ist unser Motto eher wandern. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem größten Produkt, was da drin ist. Hier habe ich eine ganz große Größe von einem Hemdshampoo. Straightening Hemdshampoo von Urte Kram Nordic Beauty. Certificated Organic 100% Natur Origin. Ein Shampoo, wie gesagt, das steht hier noch was auf Deutsch. Ja, für normales Haar. Gut, normales Haar ist immer schwierig, finde ich. Ich finde, entweder hat man wirklich trockenes Haar, schnell fettendes Haar. So, ich weiß gar nicht, was normal ist. Vielleicht die Mischung. Ich zum Beispiel fette hier schnell, gehe aber hier eher ins Trockene. Keine Ahnung. Ich probiere es aus. Ich denke mal, ich habe jetzt vielleicht normales Haar oder schnell fettendes, so eine Mischung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall sind Hanfblätter abgebildet. Ich denke, da wird Hanf mit drinnen sein. Ja. Und Urte Kram. Das sagt mir was. Ich glaube, ich habe von denen noch nichts getestet. Bin ich aber auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ja, freue ich mich. Haarsachen liebe ich ja. Ich versuche ja immer viel mit meinen Haaren zu machen, dass sie wirklich Länge bekommen. Ich hatte mal lange Haare und habe dann den Fehler gemacht, sie abgeschnitten, mir so kurz. Oder musste sie eher gesagt auch abschneiden, sie waren kaputt etc. Und ich versuche es jetzt einfach lang zu bekommen. Viel Pflege und ja. Deswegen Haarprodukte probiere ich immer sehr gerne aus. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Produkt, was in dieser Box drin ist. Do love or both the feel. Cordeux de Telefon. Okay, Telefon. Liebe auf der Leitung. Aha. Liebe auf der Leitung. Kriegen wir jetzt einen Liebesanruf. Wäre jetzt cool gewesen, hätte das Handy geklingelt. Ich entschuldige mich noch für meinen Husten. Ich war krank und irgendwie dieser Husten vergeht gar nicht. Jetzt gucken wir mal. Ach, okay. Wer kennt es nicht, diese Schnur, die du an dein Handy hinmachen kannst und es dann um den Hals tragen? Das ist ja der Trend
Ich bin nur gerade etwas gestresst. Aha, das machst du in die Hülle hinten rein. Und das probieren wir gleich mal aus. Das Handy hing am Strom. Das machst du hinten in die Hülle mit rein. Und dann hast du da die Kette dran. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Hier, nimm deine Handyhülle ab, lege die kleine Kette hinein und lass die Lasche aus der Ladeöffnung herausragen. Call me, Baby steht hier drauf, auch sehr nett. So, also das soll ich jetzt aus der Ladeöffnung herausragen lassen. Dann muss ich das hier aufmachen. Ich bin gerade etwas fisselig, weil das ist halt so ein bisschen Fummelarbeit gerade, aber wir testen das natürlich aus. So, das passt jetzt hier raus, genau. Ja, meine Hülle ist leider kaputt, die hat hier einen Riss. Ich hoffe, das bricht mir jetzt hier nicht das Genick. Kann aber gut möglich sein. Und jetzt habe ich eine Handyhülle. Finde ich nicht schlecht, hätte ich im Urlaub vielleicht wirklich gut gebrauchen können, weil das Handy ist ja immer sowas, wo man sagt, gut, das will ich schon wirklich drauf aufpassen. Dieses Band kann ich auch noch verstellen. Findet das eigentlich mal was Cooles? Ich habe so eine Kette noch nicht tatsächlich. Viele haben ja so eine Kette und es scheint auch wirklich stabil zu sein. Es guckt jetzt bei mir hier ein bisschen raus, liegt aber daran, dass meine Hülle hier gebrochen ist. Deshalb wird das wahrscheinlich, sonst wäre das wahrscheinlich bombenfest, gehe ich mal davon aus. Ja, weil wenn ich es jetzt hochdrücke, denke schon, dass das sonst gepasst hätte. Wie gesagt, finde ich mal was ganz anderes. Jetzt machen wir das wieder raus. Und hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. So ein Produkt irgendwie, was ich schon wieder irgendwie voll cool finde, weil du damit einfach nicht rechnest. So, unsere Handyschnur ist dann unser zweites Accessoire. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Beauty-Produkte. Wenn alles stimmt. Oh, ne, zwei. Wir haben ja schon eins gehabt. Genau. Zwei kleine. Hier habe ich bestimmt ein Labello. Und zwar habe ich hier ein von Urage, ein Eau de Thermal Exmo Stick Reverse Hydrate Moisturizing Stick. Also ein feuchtigkeitsspendender Stift. Das wird bestimmt einfach ein Labello sein. Genau, Lippenpflege. Der wird bei mir weiter wandern, aus dem Grund, ich habe einfach wirklich viele Labellos. Ich habe schon in jeder Tasche ein, in der Arbeit ein, da ein. Aber irgendwie, ihr wisst selber, ein Labello kriegt man wirklich nicht schnell leer. Und ich habe einige Backup und deswegen wird der Gute einfach weiter wandern. Kann ich jemand anderen in ihrer Überraschungsbox mit glücklich machen. Und das letzte Produkt ist. L'Occitane. Von L'Occitane habe ich ein Immortelle Reset Nude Hylo Serum. Das ist wirklich ein richtig gutes Serum. Hat mir richtig gut gefallen. Hatte ich letztes Jahr im L'Occitane Adventskalender. Die Unboxings von den Adventskalendern von L'Occitane kommen auch noch. Ja, wie gesagt, hat mir eigentlich echt gut gefallen. Das war so wirklich das Beste im Adventskalender, meiner Meinung nach, für mich jetzt. Und das ist wirklich ein richtig schönes Serum. Da kommen dann diese gelben Perlen im Prinzip auch noch mit raus und die lösen sich dann auf. Und es hat einfach so schön gepflegt, so weich die Haut gemacht. War wirklich cool. Ja. Und jetzt ist unser gutes Täschchen schon leer. Jetzt siehst du das vielleicht. Das ist wie so eine Kühltasche. Vielleicht ist sie auch zum Kühlen gedacht. Ich weiß es nicht. Naja. Gehört natürlich auch noch dazu. Jetzt siehst du mal den kompletten Einblick der My Little Box hinter mir. Und ich fand sie eigentlich zum Thema Wandern, weiß ich nicht. Die Accessoires haben super dazu gepasst. Aber ich hätte dann vielleicht, keine Ahnung, da zum Wandern hätte ich jetzt echt eine Handcreme vielleicht rein. Weil, wenn du wanderst und viel mit den Händen und so, und vielleicht wanderst du auch auf Pfädern oder wanderst wirklich hoch in die Berge, wo du dich festhalten musst und reißt dir vielleicht auch mal die Hände auf oder die trocknen aus. Deswegen hätte da eine Handcreme für dich besser gepasst. Das Abschminktuch und die Schnur passen wirklich zu dem Motto perfekt. Shampoo probiere ich sehr gerne aus und Serum. Gut. Also ich fand sie trotzdem nicht schlecht und sie täuscht mich eigentlich auch nie. Nur weil sie sich zum Motto passt, sind das keine schlechten Produkte. Aber du kannst mir deine Meinung super gern mal in die Kommentare schreiben, da würde ich mich super drüber freuen. Und ich hoffe auch sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir sehr gern einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und der Gesamtwert ist natürlich eingeblendet.